Hallo, was man sagen? Ja, T-Tech ist wieder aus seiner Versenkung aufgetaucht. Nachdem er ihn monatelang nicht gesehen hat, hat er den Schlussstrich gedroppt. Viele hatten ja schon die Hoffnung, dass er generell mit YouTube aufhört. Aber er hat sich einfach monatelang anscheinend reflektiert, ist zu einer Besserung gekommen und wollte jetzt mit dem Schlussstrich-Video einen Schlussstrich unter diese ganze Rammstein sexuelle Belästigung, Frauen haben eine Mitschuld, Frauen haben schlechte Entscheidungen getroffen, Thematik bringen. Und sich entschuldigen. Das hat nur nicht geklappt. Er hat in dem Video so circa 2 Minuten sich bei Leuten entschuldigt, hat die Gruppe eingegrenzt, viele ausgeschlossen, ganz seltsam, hat danach einfach munter weitergemacht und sich gerechtfertigt, warum wir denn alle so blöd sind und es würde ihn ja keiner verstehen, um dann auch etwas später in einem Stream genauso weiterzumachen und dann die letzten 2 Stunden sich darüber zu beschweren, dass Miss Germany nicht deutsch genug ist. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Es sind einige wilde Themen aufgekommen und einige wichtige Sachen, über die wir sprechen sollten. Gerade das Thema sexuelle Belästigung, was so das Hauptthema dieser Sache ist, ist auch ein Thema, über das man öfters mal sprechen sollte, weil es leider halt immer noch präsent ist. Es gehört leider bei vielen Frauen schon teilweise zum Alltag, in der Öffentlichkeit begrapscht oder belästigt zu werden. Und man sollte da etwas mehr Aufmerksamkeit bringen und es den Tätern so schwer wie möglich machen. Der Grundgedanke ist ja anscheinend auch bei T-Tech da, nur seine Lösungsansätze stoßen auf Kritik. Und wie gesagt, wir werden das alle Schritt für Schritt durchgehen. Wir werden das Video größtenteils durchgehen. Wir werden Teile vom Stream durchgehen. Der ging 8 Stunden. Wir werden hier nicht alle 8 Stunden durchgehen. Ich werde mir einige Schnipsel rausholen. Oft hat er sich eh sehr wiederholt. Und wir werden halt die wichtigsten Argumente oder die wichtigsten Sachen einfach mal zusammen in diesem Video besprechen. Und warum die denn so problematisch sind und halt generell etwas aufklären. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ich habe das alles in Kapitel unterteilt. Wenn euch irgendwas Bestimmtes interessiert, könnt ihr in die Beschreibung unten gehen und euch das bestimmte Kapitel raussuchen. Es könnt auch an der Timeline, müsste das, glaube ich, eingeteilt sein. Da könnt ihr euch das raussuchen, was euch am ehesten interessiert. Ich habe alle Quellen unten in der Beschreibung verlinkt, alle, die ich verlinken kann. Der Stream von T-Tech ist nicht vorhanden. Der wurde direkt nach Beendigen des Streams gelöscht oder halt auf privat gestellt. Der ist nicht vorhanden. Dementsprechend kann ich die nicht verlinken. Alles andere werde ich halt verlinken, wenn ich was nutzen werde, Quellenverweise etc. Ihr kennt das Spiel. Was soll's? Bringen wir es einfach hinter uns. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein Video jetzt machen soll oder nicht. Aber nur weil es jetzt doch kommt, heißt es das nicht, dass ich entschieden habe, dass das eine gute Idee ist. Die Wahrheit ist, dass ich einfach nicht mehr schweigen will. Aus privaten Gründen werde ich das ja auch auf mehrere Videos aufteilen, aber andernfalls würde das ja auch über eine Stunde gehen, also passt das schon. In diesem Video äußere ich mich zu der Kritik, die mir entgegengebracht wurde. In meiner Antwort wird es aber nicht nur Einsicht geben, sondern ich werde auch die unberechtigte Kritik an mich kritisieren. Und ich habe die Befürchtung, dass es leicht in die Richtung Leroy Statement gehen wird. Woher weißt du Goofy das denn? Denn ich bin wirklich auch sauer. Auf mich, auf YouTube-Kollegen und auf deren Zuschauer, die scheinbar nicht in der Lage sind, zu hinterfragen, wenn ihre Lieblingsinfluencer labern. Was genau ich damit meine, werde ich in diesem und in den nächsten Videos zeigen. Wieder ein guter Start, wenn der Content Creator nicht hinter seinem eigenen Content steht. Das bedeutet für mich, yay, ich stehe nicht hinter dem, was ich hier sage, und das ist eigentlich alles nichtig, was hinter diesem Punkt kommt. T-Tech sieht das anscheinend ein bisschen anders, auch wenn er es für eine doofe Idee hält, das Video zu machen, hat er es offensichtlich hochgeladen. Und wie gut er auf die ach so nicht konstruktive Kritik eingeht, werden wir in dem Video auch noch sehen. Kritik ist kein Hate. Du hast gerade selbst von 2 Straftaten gesprochen, aber bei einer Straftat schiebst du ja jedem Opfer dann doch wieder durch unkluge Entscheidung einen Teilschutz. Nein, das machst du, John. Du machst das. Eine unkluge Entscheidung zu treffen heißt nicht Zwangs, also heißt nicht Zwangs, heißt 0%, dass jemand dann eine Teilschuld daran hat, wenn etwas passiert. 0%, das machst du. Du implizierst das doch, indem du das hier sagst. Und ja, ich werde meinen Senf dazu lassen. Und die Leute, die sich wundern, ich habe T-Tech schneller geschaltet, einfach weil ich partout nicht leiden kann, wenn Leute langsam reden. Ich kriege da eine Krätze. Und wir sind schneller durch das Video durch. Also haben wir Win-Win. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber für mich ist es halt angenehmer so. Und ja,
Dementsprechend nicht wundern, dass er schneller spricht, wie er es normalerweise tut. Bevor wir dazu rüberkommen, kommen wir erstmal zu der Einsicht. Die Einsicht hatte ich nicht erst während meiner Abwesenheit. Ich hatte schon damals meine dämliche Aussage bezüglich der Teilschuld reflektiert. Der Grund, warum ich das damals nicht so klar kommuniziert habe, ist, weil es einfach viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, oh, ich hab Scheiße gelabert, sorry. Denn schon damals wurde so viel verdammt Falsches in meine Worte reininterpretiert und ich wollte diesen Leuten nicht recht geben, indem ich mich ganz simpel für meine Aussagen entschuldige. Und um das ganze komplexe Thema aufzudröseln, war das Thema damals zu frisch, ich zu stur und die Zuschauer zu sauer auf mich. Jetzt hingegen nehme ich mir die Zeit, um das ganze komplexe Thema aufzudröseln. Und Kaiser, du kannst ja jetzt gerne wieder rumheulen, dass das Thema so in die Länge gezogen wird und alles bla bla bla. Aber du bist hiermit gewarnt. Wenn du ab hier also weiter guckst, dann hast du eine klitzekleine Selbstschuld. Ja, that logic is wild. Ich habe mich ja schon reflektiert, aber ich wollte mich zu der Zeit nicht dazu äußern, weil ich wollte meinen Kritiker nicht recht geben. Da hat jemand seine Prioritäten anscheinend klar definiert. Da ist es Recht haben wichtiger, als sich zu reflektieren, sich zu bessern oder halt auch eingestehen, dass man Fehler gemacht hat. Aber ich meine ja nur Prioritäten. Jeder hat seine eigenen, jeder setzt sie sich selber. Ich würde meine Prioritäten anders setzen, wie drauf zu pochen, dass ich unbedingt recht habe. Aber das werden wir von ihm noch öfters sehen, dass er an seiner Idee festhält und uns alle für blöd erklärt, auch wenn viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Stellen ihm fast die gleiche Kritik geben, hat er trotzdem recht, weil wir sind dumm. Das ist halt so, da kann man jetzt leider nichts ändern. Also, welche Aussagen von mir waren damals tatsächlich falsch? Ich sprach damals von einer klitzekleinen Teilschuld, wenn Frauen sich durch Naivität in Lagen bringen, wo sie belästigt werden. Das und nur das war damals meine Aussage gewesen. Und die ist absolut dumm gewesen. Ein Opfer trägt natürlich niemals Schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Wichtig dabei ist aber, dass es mir um Naivität und Belästigung ging. Nicht um Vergewaltigung oder bei Fällen, wo Kinder beteiligt waren. Aber wie gesagt, heute sehe ich das anders. Wenn jemand durch Naivität in eine schlechte Lage gerät, dann hat er keine Schuld oder Teilschuld, dann ist es höchstens eine unkluge Entscheidung gewesen. Ja, so weit sind wir schon. Hier alles auf die Goldwaage legen. Also T-Tech, nochmal zum Mitschreiben, pack deine Wachsmalstifte auf und pass auf. Alles, was du gesagt hast, alle diese drei Sätze, die Frau hat eine Teilschuld, wenn sie in die Diskothek geht. Die Frau war naiv, wenn sie in die Diskothek geht und denkt, sie wird nicht bekrapscht. Oder die Frau hat die unkluge Entscheidung getroffen, in die Diskothek gehen und wurde dann bekrapscht. All diese drei Sätze, auch wenn sie andere Wörter benutzen, haben die gleiche Bedeutung. Mit allen Sätzen gibst du der Frau mit Schuld daran, dass sie bekrapscht wird, weil sie ist ja in die Diskothek gegangen. Sie war ja dumm, naiv, nicht schlau, etc. Nur weil du ein anderes Wort benutzt, ändert sich an der Bedeutung des Satzes nichts. Lass alles nach dem Trotzdem weg. Der Täter ist schuld. Schluss, aus, Ende. Ja, der Täter ist schuld. Trotzdem kann jemand eine Teilschuld haben. Sag ich schon wieder denselben Scheiß. Trotzdem kann jemand eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Und dann halt auch noch die Hutzpe zu haben und Ben Shapiro einzublenden mit einem ziemlich bescheidenen Zitat von wegen, ja, wenn ich nicht durch ein Ghetto gehe, halte ich auch meine Tasche nicht über mir und wedel mit meinem Geld rum, dann bin ich ja auch irgendwo mit dran schuld, dass ich überfahren würde. Das eine unnötige Provokation, damit zu vergleichen, dass eine Frau belästigt wird, ist mehr als geschmacklos. Und auch nicht zum Thema. Du kannst eine Provokation nicht damit vergleichen, dass jemand einfach da ist. Dann sind wir nämlich wieder, ja, was hat sie sich da dann bei gedacht? Die hatte ja einen Minirock an. Hätte sie erwarten können, dass da einer gafft und anfassen will. Weil, ist ja quasi eine Einladung. Ist im Prinzip dasselbe. Und wie gesagt, ein Zitat von so einem Frauenhasser einzupacken, ist geschmacklos. Ist sehr geschmacklos. Da hat Herr Linguistikexperte ja vollkommen ein Eigentor geschossen. Gratulation, das muss man schaffen. Und im Stream ist das Thema auch nochmal aufgekommen und da hat er auch noch was sehr Interessantes dazu zu sagen. Wollen wir mal reinhören? Wollen wir mal gucken, was er so gesagt hat? Guckst du öfter Ben Shapiro? Was heißt gucken? Also ich krieg öfter was von ihm mit. Ich verfolge ihn nicht. Ich bin kein Follower auf TikTok, YouTube. Ich weiß gar nicht, was er oder noch tätig ist. Ich verfolge ihn nicht. Ich sehe öfter mal ein bisschen was von ihm und finde einige seiner Aussagen nicht verkehrt. Anderen stehe ich kritisch gegenüber. Zum Beispiel ist er ja komplett pro-life, also er ist ja komplett gegen Abtreibung. Seine Argumente diesbezüglich finde ich total unschlüssig und okay, ich sag's dumm. Kann ich sagen, ich sehe öfter mal was von ihm und stimme ihm in vielen Punkten zu. Aber es gibt natürlich auch Sachen, denen ich halt nicht zustimme und wo ich halt ganz klar dagegen bin.
Ja, Ben Shapiro bei einem Frauenthema zu nutzen, ist halt eh so ein Hattengeschmäckle für sich. Ja, T-Tech scheint auch an vielen Punkten anscheinend auch dessen Meinung zu teilen. Nur Abtreibung, das geht zu weit. Zum Rest hat er uns jetzt nicht so viel gesagt. Aber es lässt sich vermuten, entweder hat er sich selbst nicht gebildet, aber da er ja selber behauptet, er würde hier und da mal was gucken, scheinen da noch viel mehr Sachen zu geben, die T-Tech anscheinend genauso sieht. Und ich weiß nicht, ob man so einem Menschen halt Zuspruch geben sollte. Aber wait, there's more. Es gibt noch ein bisschen weiteres zu dem Clip zu sagen, warum er da noch gerade Ben Shapiro zitiert hat, warum er gerade diesen Clip gewählt hat und warum das ja gar nicht so schlimm ist, dass er den Clip gewählt hat. Alleine, dass du Ben Shapiro zitierst, solltest vielleicht mal googeln und dich informieren, aber du zitierst ja auch aus Kinderbüchern. Was hat das damit zu tun, wen ich zitiere? Was ist das für ein Strohmann-Argument? Und jetzt? Wenn er genau das Passende sagt, das, was ich meine, soll ich ihm dann die Worte aus dem Mund klauen, nur um ihn nicht zu zitieren? Oder zitiere ich ihn einfach? Es hätte von mir aus auch Hitler sein können, der das sagt. Wenn er genau das Passende und meiner Meinung nach Richtige gesagt hat, dann zitiere ich ihn. Ist doch scheißegal, wer es gesagt hat. Das ist doch ein dummes Argument. Ja, interessante Meinung seitens T-Tech, dass gerade wenn man ein Zitat nutzt von einer Person, dass die Gesinnung dieser Person immer mitschwingt, sieht er anscheinend ein bisschen anders. Ich würde sagen, ja, gerade bei so einem Frauenthema sollte man halt nicht unbedingt jemanden zitieren, der halt sich oft bei vielen Sachen gegen Frauen ausspricht. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Wie ihr das seht, könnt ihr mitteilen, entweder mir oder T-Tech. Und ja, auf den Mann mit dem Schnäuzer und dessen Gesinnungsrichtung werden wir auch noch zu passender Zeit kommen. Es wird spannend, es bleibt spannend. Kann auch besser werden. Oder auch nicht. Und ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, wenn ich Personen mit meinen dämlichen Aussagen damals verletzt habe. Das war natürlich nie meine Intention. Und manche werden das, was ich als nächstes sage, ein bisschen kindisch finden, kann ich auch verstehen, aber lass es mich erklären. Ich möchte nämlich betonen, dass ich mich nur bei den Personen entschuldige, die ich auch damals mitgemeint habe. Denn ja, ich habe damals eine dämliche Aussage getroffen, aber trotzdem haben sich so viele Leute angesprochen gefühlt, die ich halt damals schon nie mitgemeint habe. Wenn ich mal das N-Wort benutzen würde, dann würde ich mich ja später auch nicht bei Weißen entschuldigen. Also werde ich mich auch jetzt nur bei den Leuten entschuldigen, die ich damals mitgemeint habe. Und nicht bei denen, die sich damals angesprochen gefühlt haben, obwohl ich sie überhaupt nicht mitgemeint habe, nur weil sie sich selbst gerne in der Opferrolle sehen. Um mal ein Beispiel zu nennen, bei welcher Person ich mich nicht entschuldige, weil sie schon damals nie mitgemeint war. Der Kommentar, den Trayman damals in seinem Video genutzt hat. Denn diese Dame spricht davon, mit 11 missbraucht worden zu sein und interpretiert es so, dass ich ihr damals auch eine Teilschuld zugesprochen hätte. Selbstverständlich war ich niemals der Auffassung, Kinder hätten genauso eine Teilschuld wie Erwachsene. Außerdem schreibt sie auch eine Situation, die ich damals auch niemals mitgemeint habe, denn ich sprach davon, wenn Frauen zum Beispiel ohne zu hinterfragen auf Rockkonzerten mit auf eine Backstage-Party gehen und nicht, dass der eigene Bruder beim Mario Kart-Spielen unsagbare Dinge tut. Zusätzlich sprach ich von einer Teilschuld, während die Frau im Kommentar von Schuld spricht und da sehe ich auch nochmal einen Unterschied. Aber trotzdem, um es nochmal zu erwähnen, damit sie keiner den falschen Hals kriegt, natürlich sehe ich das alles heute nicht mehr so. Also wirklich nichts an der Situation von der Kommentarschreiberin entsprach dem, was ich damals in meinem Video gesagt habe. Und leider gab es ziemlich viele von solchen Kommentaren. Und bei diesen Leuten werde ich mich nicht entschuldigen, denn das Victim-Blaming, was mir dort vorgeworfen wurde, habe ich nie getan. Ja, woran kann das nur liegen, dass man dich falsch verstanden hat? Schon komisch. Wie können dich so viele Leute so gleich falsch verstehen? Liegt es daran, dass der Empfänger von den Leuten vielleicht nicht funktioniert? Dass die das einfach generell falsch verstehen, weil die zu naiv sind? Oder liegt es auch eher an einem Empfängerproblem, dass der Empfänger die Nachricht nicht vernünftig gesendet hat? Sorry, jetzt muss ich nochmal den Chat aufmachen. So, wenn ich alles falsch verstehe, ist dann nicht möglich gegeben, dass nicht die Leute schuld sind, sondern du. Im Prinzip ja. Aber wenn man mir nicht zuhören will und mich nicht verstehen will, dann nicht. Wenn ich sage, unklug bedeutet nicht dumm, oder sagt man trotzdem, dumm, dumm, dann nein, dann liegt es nicht mehr in meiner Verantwortung. Weil ich habe mein Möglichstes getan, um es verständlich zu machen. Und wenn ihr so durch die Welt geht, dann kann ich nichts dafür. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du eine generelle Sache äußerst, dass die generelle Masse das interpretiert und sich angesprochen fühlt. Wenn du eine gewisse Zielgruppe ansprechen möchtest, musst du die auch nennen. Nicht im Nachhinein, sondern während du deine Sachen so erzählst, während du dein Statement machst, deine Kritik äußerst etc. Während du das sagst, musst du das. Wenn ein vorhanden, eine Zielgruppe, musst du die nennen, musst du die ja einkreisen. Wenn du das nicht machst, brauchst du dich nicht wundern, dass jeder sich irgendwie angesprochen fühlt. So wie du das machst, so im Nachhinein zu sagen, nee, das, dich habe ich jetzt gar nicht gemeint, diese ganzen Sachen habe ich gar nicht gemeint, wirken eher wie so ein kleines, trotziges Kind,
das jetzt sich ertappt fühlt und nicht einfach weiter weiß, was es sagen soll und einfach sagt so, nee, das habe ich nicht so gesagt, das habe ich so nicht gemeint. Haben wir eigentlich schon wieder das Gleiche, wie wir das am Anfang hatten. T-Tech biegt sich seine Welt so zurecht, wie es ihm gerade so passt. Und wenn er das nicht so meint, dann ist das auch so. Und dann haben wir das uns auch zu denken, zu riechen. Dann müssen wir das wissen, weil sonst sind wir ja die Dummen und nicht er. Generell scheint T-Tech ein kleines Sender-Empfänger-Problem zu haben, dass er halt immer so oft falsch verstanden wird. Ja, genau, zumindest jede Aftershow-Party, die Kyla beschrieben hat. Genau, und ich hatte ja über dieses Rammstein-Thema geredet und da ist ja Kyla und wie gesagt, da möchte ich ihr jetzt immer noch, also da möchte ihr jetzt überhaupt keine Teilschuld oder Schuld oder irgendwas zusprechen, dass sie, da beinahe was passiert wäre, ja. Aber es war halt aus meiner Sicht nicht so eine kluge Entscheidung zu sagen, da ist so eine völlig Fremde, die redet hier zwei hübsche Frauen an, die mit auf eine Aftershow-Party kommen soll von einem Rockkonzert, Rock'n'Roll, muss man ja sagen, wird ja oft mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll in Verbindung gebracht und dass dann auf dieser Aftershow-Party von einer Rock'n'Roll-Show Sex, Drugs und Rock'n'Roll stattfindet, ist jetzt zumindest nicht allzu verwunderlich. Nun, und Pommes sind natürlich eng und sind nie übergriffig. Selbst mal logisch angesichts der wieder aufgekochten Carina-Story. True, true, true. Aber selbst wenn man jetzt halt wirklich sagt, ja, auf so Aftershow-Partys, also dann ist das ja, also wenn TJ das gesagt hat, ja, wenn man ja da die Leute kennt und sowas, dann ist das ja nicht die Situation, von der ich gesprochen habe und dann kann es laut der Logik auch nicht das sein, wovon Gnu gesprochen hat. Dass TJ sie also mit diesem Argument verteidigt, ist halt weird. Aber gut, sei mal egal. So, also wenn ich sage, Belästigung ist gang und gäbe, relativiere ich das. Davon abgesehen, dass ich nicht sage, dass es gang und gäbe ist, relativiere ich das auch nicht, weil das halt Belästigung, sexuelle Belästigung ist schlimm und deswegen sollte das niemandem passieren. Und das hier macht aus meiner Sicht wieder keinen Sinn. Du sprichst dem Ganzen eine Normalität zu. Wenn du das tust, wird das vor Gericht legitim, der Frau eine Teilschuld zuzuordnen. Freispruch. Leute, du hast es gar nicht erzählt, dass du heimlich Gesetze umschreibst. Tja, kannst du mal sehen. Was wollt ihr machen, ja? Wenn ich sage, das ist normal? Die Gerichte sind schnell, Leute. Die Gerichte sind schnell. Upload-Datum? Hier, wann war das? Vor 7 Tagen. Ist schon so alt, wirklich. 24.3. Und seit dem 25.3. sexuelle Belästigung legal. Kein Problem mehr, das. Ist gern gemacht. Das finde ich geil. Wenn du das tust, wird vor Gericht. So, ich argumentiere so komplett aus einer moralischen Sicht heraus. Überhaupt nichts mit Gesetz oder irgendwas. Und also, wird vor Gericht legitim. Ja, woran liegt das nur, wenn man konstant immer falsch verstanden wird? Weil alle Leute ihn falsch verstehen wollen? Oder vielleicht, weil es nicht sonderlich gut ist, sich da mitzuteilen, seine Gedanken uns kundzutun? Ja, Fragen über Fragen. Machen wir mal weiter. Kritik an T-Tech. Jetzt geht T-Tech etwas auf Kritik ein, die er in Videoform erhalten hat. Kommen wir damit zu meinen anderen Aussagen, die kritisiert wurden. Und der Grund, warum ich meine Aussagen in Anführungszeichen setze, ist, weil ich für Sachen kritisiert wurde, die ich niemals so gesagt, niemals so gemeint und auch niemals so gesehen habe. Widmen wir uns also in diesem Video der Kritik von Gnu. Sie sagt direkt am Anfang des Videos das hier. Was haltet ihr von einem präventiven Lockdown für Frauen? Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Okay, gehen wir das Stück für Stück durch. Erstens habe ich nie mit nur einer Silbe erwähnt, dass Frauen ja lieber zu Hause bleiben sollten. Und vor allem habe ich auch niemals von einem präventiven Lockdown für Frauen gesprochen. Also Gnu, wenn du sagst... Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Dann wäre es ja mal schön gewesen, wenn du einen Videoausschnitt einblendest, wo ich das gesagt haben soll. Außer natürlich, das kannst du nicht, weil ich das nie gesagt habe und nebenbei gesagt nie gemeint und auch nie so gesehen habe. Und somit wäre die Behauptung, du hättest dir diese Aussagen ja nicht ausgedacht, eine Lüge. Ich habe diese Worte nicht gesagt, ich habe sie nicht gemeint, ich habe sie nicht so gesehen, also hast du sie dir ausgedacht. Ja, und dann sind wir schon wieder bei T-Techs Goldwaage, wo er alles auf die Goldwaage legen darf, aber wir dürfen das natürlich nicht machen. Wir müssen das alles so nehmen, wie es kommt und wie T-Tech das sagt. Ja, stimmt. Die Worte hat er in dieser Reihenfolge tatsächlich nicht gesagt. Er hat die Worte nicht in den Mund genommen, dass es einen präventiven Lockdown geben soll. Aber sein ganzes Rammstein-Thema-Video hatte das als O-Ton. Frauen sollen gefährliche Orte meiden. Frauen sollen Orte meiden, wo sie begrapscht werden können. Und wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, wie Gnu es hier getan hat, wie viele andere es getan haben, kommen wir zu dem Schluss, am besten direkt zu Hause bleiben, präventiver Lockdown für die Leute.
Nur weil du die Wörter in dieser Reihenfolge nicht nennst, heißt das nicht, dass du andere Sachen sagst, die die Bedeutung haben. Du kannst dich nicht immer hinstellen und sagen, ich habe aber diese Wörter in dieser Reihenfolge nicht gesagt. Und dann halt andere Wörter mit derselben oder einer ähnlichen Bedeutung nutzen, um das Gleiche zu sagen. Das funktioniert so nicht. Und dann brauchst du dich nicht hinstellen. Ich habe das aber nicht gesagt. Hast du wohl gesagt. Das kann man nämlich so verstehen. Und damit keiner gucken kann, hast du das Video gelöscht. Ich habe aber eine Reaktion gefunden. TJ hatte darauf reagiert. Das packe ich euch unten in die Beschreibung. Eine ältere Dame hatte unter meinem Video dazu eigentlich einen ganz passenden Kommentar abgegeben. Ich bin 60 Jahre alt und habe als Frau in meinem Leben oft sexuelle Belästigung und sogar Übergriffe erfahren. Deswegen bin ich mir bewusst, dass ich als Frau deutlich mehr auf der Hut sein muss. Das bedeutet nicht, dass ich mich einschränken muss, sondern dass ich extrem aware sein muss, was ich wie und wo mache. Aufgrund meiner Erfahrungen neige ich dazu, mich freiwillig einzuschränken und auf Nummer sicher zu gehen. Das habe ich auch in meine Erziehung einfließen lassen, damit meine Tochter vorsichtig genug ist, nicht in einer Disco ihr Glas auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, nicht nachts Abkürzungen durch menschenleere Parks zu nutzen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich Frauen, die das tun, sage, dass sie schuld sind, denn das sind sie nicht. Ich rate jungen Frauen aber diesbezüglich sehr vorsichtig zu sein, damit ihnen sexuelle Übergriffe nicht passieren. Ja, die Frau hat recht. Ein bisschen Vorsicht nehmen ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Und die Message zu sagen, passt mal ein bisschen besser auf, das und das könnte man tun, ist jetzt erstmal nicht schlimm. Das ist jetzt ein Ratschlag, den man mitgeben kann. Eine Art und Weise, wie du das Ganze gemacht hast. Und die Ausmaße, wie du das gemacht hast, damit haben wir ein Problem. Oder die meisten ein Problem. Weil du übers Ziel komplett hinausgeschossen bist und dann volle Ladung ins Klo gegriffen hast. Du hast dich so auf die Opfer eingeschossen, suchst halt immer nur einen Punkt bei den Opfern. Die Täter hast du hier und da mal kurz erwähnt und gesagt, dass du die schlecht findest. Ab und zu schwingt da mal mit. Die sind schlecht, weil es dich ja auch schlecht aussehen lässt oder andere Männer. Das schwang hier und da immer mal ein bisschen mit und dich dann halt wieder komplett auf die Opfer eingeschossen hast, was die denn tun sollen, um halt nicht Opfer davon zu werden. Meistens war es der Vorschlag von dir, geht nicht an gefährliche Orte, wo das eventuell hätte passieren können. Im meisten Fall war das jetzt halt die Diskothek, also Frauen müssen erstmal, weil man halt nicht mehr in Discos, Partys etc. geben können, weil es ja auch Alkohol, dann wird die Mut lockerer, die trauen sich mehr, da schon mal nicht hingehen. Ein Großteil der sexuellen Übergriffe sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dürfte man die dann auch laut dir nicht mehr nutzen, weil die sind ja potenziell erstmal gefährlicher als der Rest. Auch andere öffentliche Treffpunkte oder öffentliche Umgebungen, sei es der Einkaufsladen, hat Potenzial, dass da jemand begrapscht wird. Die meiste Zeit, wo ich begrapscht wurde, war es in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen. Oder am Arbeitsplatz kommt das auch vor, hin und wieder. Es gibt immer wieder Fälle, Berichte, wo halt Machtmissbrauch unter anderem genutzt würde, um halt verschiedene Situationen zu schaffen, um Leute auszunutzen. Dürfte man auch nicht hingehen. Ja, bleibt nicht viel übrig. Ja, um sich zu schützen, muss man ja anscheinend doch zu Hause bleiben. Und die Ausrede, die du gemacht hast. Aber du kannst ja niemals eine 100%ige Success-Rate erwarten. Das heißt, selbst wenn nur 1% dieser Leute, den man eigentlich beigebracht hat, die sollen keine Grabscher sein, wenn nur 1% das nicht auf die Reihe kriegt, warum auch immer, dann müssen wir ja trotzdem unsere Töchter vor diesen 1% schützen. Oder sollen wir dann sagen, also gut, wir haben jetzt alles getan, wir haben jetzt unsere Kinder, haben wir jetzt educated und jetzt, ab jetzt sind Frauen freiwillig für die restlichen, die halt nicht drauf hören. Das ist jetzt Frauen freiwillig. Kann man nichts machen. We don't have to protect our daughters. Dass man nie 100% Leute ausschließen kann, dass man 100% Täter nicht verringern kann, deswegen muss man nichts machen? Mal ganz ehrlich. Welcher Furz ist dir ins Hirn gekrochen, dass du auf die Idee kommst? Selbst wenn es nicht 100% sind. Wie du schon sagst, 100% wird man nie kriegen. Aber allein wenn man schon 2% sicherer ist, weil Täter mehr eingeschränkt werden, hat man doch schon was gewonnen. Es hat niemand verlangt, dass es 100% sicher ist. Wir wollen es sicherer machen. Da hilft auch schon, wenn man etwas mehr Aufmerksamkeit schürt, dass halt ein paar Leute mehr aufpassen. Gerade viele Männer, da war das nie so ein Thema.
Die wurden selten begrapscht oder sexuell belästigt. Wenn die ein bisschen mehr aufpassen, wenn die mit Kumpels unterwegs sind oder Kumpelin oder mal einen Blick drauf haben, ist teilweise auch schon viel getan. Oder sich mal dazwischen gehen, wenn was gesehen wird oder sich halt einfach in der Gruppe fortbewegt, dass man Leute nicht alleine lässt, dann ist schon viel getan. Es sind kleine Dinge, die ein bisschen was ausmerzen können. Nie 100%. Aber nur weil etwas nicht 100% sicher ist oder 100% machbar ist, sollte man es lassen? So, Titek, du verlagerst wieder mal das Problem auf die Frauen, ohne mal darüber nachzudenken, dass man vielleicht was daran ändern sollte, dass Männer sich die Freiheit nehmen, Frauen einfach so zu begrapschen bzw. sexuell zu belästigen. Okay. Natürlich sollte man was daran ändern, dass Männer sich die Freiheit nehmen, sowas zu tun. Aber du kriegst nicht 100%, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber du kriegst nicht 100%. Kriegst du niemals. Und für die restlichen Täter, die übrig bleiben, was dann? Soll man denen freie Hand lassen? Sagt man bei denen dann, okay, wir haben ja unser Möglichstes getan, ab hier sind Frauen jetzt freiwillig. Ist das die Logik? Ist das die Logik, auf die man hier hinaus will bei mir? Ist das, warum man mich hatet? Weil ich nicht sage, ja, die restlichen, kann man nichts machen. Ist das die Logik? Oder argumentiert ihr aus einer Logik heraus, zu sagen, dass ihr alle Täter, jeden einzelnen auf diesem Planeten, bei, weiß nicht, wie viel sind wir mittlerweile, 7-8 Milliarden Menschen, dass wir jeden einzelnen Täter ausmerzen können? Und das können wir auch über neue Menschen. Also selbst wenn wir jetzt wirklich von den 8 Milliarden, die wir jetzt haben, alle Täter ausradieren können, und sodass es wirklich keine Täter mehr gibt, was ist mit den nächsten Generationen? Was ist in 100 Jahren? Da müssen wir ja wieder bei 8 Milliarden Menschen, oder je nachdem, wie die Bevölkerung dann wächst, müssen wir ja wieder alle Täter, das funktioniert nicht. Es wird in der Realität immer Täter geben. Immer. Du kannst nicht die Täteranzahl auf null reduzieren. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine Traumwelt, aus der man heraus argumentiert. Zu sagen, oh, ja, aber sollten doch Männer beibringen, dass sie die Frauen nicht belästigen sollen. Ja, natürlich. Aber was machst du mit den übrig gebliebenen? Nach deiner Logik würde es reichen, wenn Frauen sich einschränken und das Problem ist gelöst. Klar, logisch. Ja, das habe ich gesagt. Und das gilt aber dann nicht für Schützen. Man kann sich nicht 100% schützen, aber damit muss man dann halt leben. Dann sind die 100% oder die 0% okay. Dann ist es auf einmal fein. Aber weil man 100% Täter nie ausschließen kann, nichts machen. Das musst du mir nochmal genauer erklären. Wieso ist das eine okay und das andere nicht? Weil es einfacher ist? Weil es dich nicht betrifft? Weil du bist ja anscheinend keiner, der touchy ist? Oder der das macht? Deswegen ist es nicht wichtig, weil es dich nicht betrifft? Eventuell vielleicht? Oder weil du es einbildest, das betrifft dich nicht? Oder du dann halt nicht dich einschränken musst, weil es die anderen müssen? Weil du dich da nicht ändern musst? Vielleicht das? Ja, wie du es drehst und wendest, logischer wird's nicht. Und sich dann immer so hinzusetzen und von einer höheren Position hinaus auf die Leute hinabzureden, lässt sich halt nicht gut dastehen. So gar nicht. Nicht empathisch, nicht charmant. Alles andere als positiv. Sollten Männer andere Männer schützen? Menschen sollten andere Menschen schützen. Ja, das sollte passieren, ja. Aber ist das in meiner Verantwortung, Menschen zu schützen? Nein, ist es nicht. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Ist doch nicht in meiner Verantwortung. Und wenn nicht, warum haben wir dann eine Polizei? Genau deswegen, weil es keine Verantwortung gibt, andere Leute zu schützen. Es ist keine Verantwortung. Man sollte es tun, natürlich. Aber es gibt keine Verantwortung dafür. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Die Mitverantwortung der Gesellschaft begründet sich daran, dass wir als Gesellschaft unsere Realität schaffen. Es ist nicht deine Verantwortung als Einzelperson, sondern gesamtgesellschaftlich, dass solche Taten minimiert werden. Ja, absolut. Natürlich sollten solche Taten minimiert werden. Bin ich absolut bei dir. Aber was kann ich als Teil der Gesamtgesellschaft dagegen tun? Also was kann ich dafür tun, dass solche Taten minimiert werden? Meine Sicht zu den Dingen ist, dass ich sage, hey, Frauen sollten sich schützen. Ja, da geht Titek anscheinend mit tollem Beispiel voran, indem er erstmal meint, ich brauche ja gar nichts machen. Es liegt ja alles nicht in meiner Verantwortung. Wofür gibt's denn Polizei? Ich muss ja nichts tun. Gesellschaft eigentlich auch egal. Verantwortung für andere Leute. So moralisch gab's anscheinend auch nicht viel heute bei Titek zu holen oder so generell. Wenn ich keine Verantwortung habe
Firmenperson, wieso soll ich denn was machen? Moral habe ich anscheinend ja keine. Ja, bisschen doof. Je nachdem, wie weit es geht, gibt es vielleicht unterlassen Hilfeleistung. Aber alles davor interessiert mich nicht. Und wenn, habe ich es vielleicht ja einfach auch gar nicht gesehen. Super Vorbildsfunktion. Da sind wir doch alle dankbar, dass es so Leute gibt wie T-Tech, die einfach wegschauen und dann hinterher brüllen, ja, hättest du das mal anders gemacht. Es ist genauso sinnvoll wie die Leute vom Fernseher, die jedes Mal meinen, ich hätte den Ball besser getroffen wie der Fußballer XY. Ja, Günther, du auf deiner Couch hättest das garantiert sicher gemacht. Im Nachhinein generell zu sagen, das und das hättest du zu ändern, ist halt, oder hättest du ändern können, dann wäre es vielleicht nicht passiert, ist halt auch unterste Schublade. Okay, Catsplay. Natürlich kann man darauf aufmerksam machen, dass und wie Frauen sich schützen können. Hier sind wir wieder bei Timing und Kontext. Vor einer Tat Aufklärung. Danach ist es unsensibel, weil es offensichtlich zu spät ist. Weil Opfer können ja nicht zweimal Opfer von einer Straftat werden. Man kann ja auch Opfer von etwas werden und danach nochmal Opfer davon werden. Nach einer Straftat kann genauso gut vor der nächsten Straftat sein. Also, trotzdem sollte man Aufklärung da betreiben. Und ich weiß, ich habe ein Video auf YouTube hochgeladen. Woher soll ich wissen, ob das jetzt nach der Tat bei meinen Zuschauern ist oder davor? Woher soll ich das wissen? Ja, da sind wir wieder bei Dead Logic von T-Tech. Es ist wahnsinnig, was gerade im Stream für irre Wendungen und Loopings in der Logik, in der Argumentation getroffen wurden. Sehr faszinierend, auch immer wieder faszinierend, wie der Mann sich halt auch permanent selbst widersprechen kann, teilweise in einem Satz. Und ja, diese ganze Thematik hat er tatsächlich angefangen mit dem Rammstein-Ding. Und darauf ist eventuell vielleicht der Kommentar bezogen, dass er sich halt im Nachhinein hinstellt, hätte ja mal früher ahnen können oder früher wissen sollen, dass man in einer Aftershow-Party eventuell vielleicht da was machen könnte, sollte, hätte, müsste. Hätte man sich ja denken können. Warum hat sie das denn nicht? Das war ja naiv. Hat ihm ein bisschen Pech gehabt beim Denken. Ja, dass halt nachdem das alles passiert ist, sich dann hinzustellen, ja, hättest du das mal anders gemacht, hättest du ja wissen sollen. Ist halt echt unterste Schublade. Das ist so ein Dickmove. Ja, und sich dann wundern. Und dann auch hinzugehen, ja, hättest du ja auch später auch noch irgendwann mal was passieren können. Dann dürfte ich das Video ja nie machen. Danke für diesen Optimismus, da sind wir uns alle dafür dankbar. Vielleicht, ja, ein bisschen mehr optimistischer an verschiedene Sachen reingehen und nicht immer das Schlimmste vom Schlimmsten hoffen. Gibt auch gerne mal bei Depressionen und Angststörungen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war wegen dem Blödsinn in Therapie. Gerade was Angststörungen angeht. Und das ist ja quasi das, was T-Tech vorschlägt. Dieses Ganze, sperr dich ein, gehe nicht raus, ist genau das, was eine Angststörung macht. Meide alles, was dir Angst macht. Die macht aus Prinzip erstmal sehr vieles Angst. Gibt viele Faktoren bei jeder Person, ja. Bei mir war es der Fall, ich hatte soziale Probleme, also eine soziale Phobie, wenn man so will. Ich hatte Angststörungen bezüglich von Personen. Ich gehe immer noch nicht gerne in gut gefüllte Räume. Wenn Bekannte da sind oder Leute, die ich kenne, ist es besser. Aber ja, so eine Angststörung wirst du nicht los. Und das, was T-Tech die ganze Zeit hier von sich gibt, meide dies, meide das, geh hier nicht dahin, geh da nicht dahin. Das ist genau dieses Gedankenkarussell, das du während einer Angststörung hast. Teilweise auch während der Depression, das kann auch mit zusammenhängen. Aber es ist alles nur nicht gesund. Und eventuell sollte da mal jemand zu einem professionellen gehen und sich professionelle Hilfe holen. Das geht auch für dich, T-Tech. Deine Welt ist jetzt ziemlich sehr dunkel, ziemlich sehr negativ und du verstehst so einiges nicht. Gerade was in dem Punkt Sozialisierung so vor sich geht. Vielleicht wärst auch du gut daran getan, dir Hilfe zu holen. Wie gesagt, ich hatte das alles schon hinter mir. Mehr in meiner Jugend. Gerade das mit dem Sozialen. Ich hatte soziale Probleme. Auch teilweise durch die Angststörung. Es gibt Leute, die da helfen können. Auch wenn du schon älter bist als 25. Man kann helfen.
Man kann dir auch helfen, ein positiveres Weltbild zu geben. Man kann dir helfen, dass man dich besser versteht, dass du dich besser der Gesellschaft als solcher mitteilen kannst. Das gibt's alles. Dafür gibt's Spezialisten. Die helfen dir. Die helfen generell allen, wenn's euch schlecht geht. Ich habe auch das Hilfetelefon wieder unten bei mir in der Beschreibung verlinkt. Wenn's euch kacke geht, geht da hin. Telefonisch, Chat mit E-Mail. WhatsApp geht teilweise auch. Hin und wieder hatten sie auch mal Skype. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Vielleicht haben sie mittlerweile einen Discord oder so. Die Nummer hilft. Da sind Leute vielleicht erste Anlaufstelle, dass man auch den richtigen findet. Wenn nicht, frag mal deinen Hausarzt. Hausärzte können dich auch weiterleiten. Müssen sie. Du brauchst eine Überweisung für das meiste. Wäre vielleicht ein gut gemeinter Ratschlag, auch wenn der relativ spät jetzt meinerseits kommt. Und mittendrin oder am Ende. Na, wahrscheinlich eher mittendrin. Sucht euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht. Wenn euch irgendwas belastet. Ihr fühlt euch nicht verstanden. Ihr fühlt euch schlecht. Ihr habt euch generell seid ihr sehr viel traurig. Oder habt halt generell einfach Probleme. Oder braucht nur jemanden zum Reden. Ihr könnt da immer anrufen. Es gibt immer Hilfe. Es ist schwierig zu starten. Es ist schwierig, einen Anfang zu finden. Deswegen, ich persönlich finde das Sorgentelefon da immer ganz schön. Das war so immer mein Startstoß, den ich gerne genutzt habe, um einen Anfang zu finden. Wenn man einen Anfang hat, kann man Stück für Stück weitergehen. Und nicht so enden wie diese Vollkatastrophe hier. Ja. So viel dazu. Mittendrin mal ein bisschen wholesome geworden. Das ja, ab und zu muss man das mal machen. Und wir wollen mal weitermachen. T-Tech hat noch einige wilde Takes. Video ist fast durch. Danach gehen wir ein bisschen was darauf ein, was im Stream noch gemacht wurde, weil da kamen, wie gesagt, auch noch wilde Takes. Die will ich ja auch noch hier verarbeiten, weil das gehört alles zusammen, finde ich. Das muss mal durchgespült werden und wir müssen das mal, ja, einmal mal durchgehen. Ja, schauen wir mal weiter. Es geht hauptsächlich darum, dass Rezo eine Aussage getroffen hat, die man kritisieren muss. Und zwar sagt Rezo in dem Video, dass wenn man als Frau auf eine Aftershow-Party eingeladen wird, ja eigentlich keine Erwartungen haben muss. Und er korrigiert diese Aussage und sagt, die ist gefährlich, denn man muss in der heutigen Zeit diese Erwartung haben. Ich muss sagen, ich war auf vielen Aftershow-Partys und für mich war klar, Aftershow-Party heißt nicht bumsen. Ich gehe auf Aftershow-Partys, um mit Leuten zu quatschen, Spaß zu haben und zu tanzen. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Okay, selbe Logik für dich genug. Im Club sein Glas unbeobachtet zu lassen, heißt ja dann auch nicht, dass man damit rechnen muss, dass es mit irgendwelchen Substanzen versetzt wird, oder? Dann braucht man da doch auch nicht aufpassen, oder? Natürlich heißt feiern gehen nicht, ich will bumsen oder ich will werden. Die Realität ist aber leider, dass es Männer geben wird, die dich trotzdem begrapschen wollen. Deswegen muss man leider auch damit rechnen. Wenn du also sagst, und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Dann sagst du jungen Frauen, dass sie sich davor auch nicht schützen müssen. Ich erwarte beim Fernsehgucken zu Hause ja auch nicht, dass mein Vogel auf den Kopf kackt. Aber wenn ich in einem Vogelpark bin, sollte ich vielleicht doch eine Mütze anziehen. Also solange die Vögel über einem fliegen, ihr wisst schon, was ich meine. Also müssen Frauen erwarten, dass sie von irgendwem begrapscht werden, wenn sie mit ihrem Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz sind? Eher weniger. Müssen sie es eher erwarten, wenn sie im Club feiern gehen? Leider ja. Vielleicht reden wir aber auch nur aneinander vorbei. Vielleicht meinen Rezo und Gnu ja, dass man das nicht erwarten müssen sollte. Dass es nicht normal ist und auch nicht zur Norm werden darf. Dann wäre ich auch absolut auf eurer Seite. Aber ihr sagt, dass Frauen es nicht erwarten müssen. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartung haben muss. Ja, dann sind wir wieder bei T-Techs Goldwaage. Er legt alles auf die Goldwaage, was andere sagen und müssen genau diese Wörter in dieser Reihenfolge sein, damit es diese Bedeutung hat. Und das gilt aber nicht für ihn. Oder auch doch, je nachdem, wie er es gerade braucht. Und ja, er mit seiner tollen Erfahrung, er war bestimmt schon auf so vielen Aftershow-Partys oder so, da kann er das genau sagen. Anders als Knu oder Rezo, die haben bestimmt keine Aftershow-Party gemacht. Auch der ein oder andere YouTuber war noch nie auf einer Aftershow-Party und konnte berichten, dass das ja gar nicht so da abgeht, dass das, was bei Rammstein passiert ist, nicht die Norm ist. Ich habe zufälligerweise auch ein paar Kollegen, die in der Technik zufällig arbeiten, bei Festivals. Da gibt es auch Aftershow-Partys. Die sind da auch. Und da habe ich einfach mal alle gefragt, wie läuft das denn so? Und auch die konnten mir bestätigen, dass das nicht so abläuft, wie das bei Rammstein war. Wenn ein Techtelmechtel passiert ist, war das mit Consent. Jeder wusste Bescheid, jeder war drin eingeweiht, der mit da wichtig war. Also jeder, der da mitmachen wollte, wusste das, wusste Bescheid und hat da willentlich mitgemacht. Und es war Consent. Na, vielleicht weiß ich nicht, auf welchen Aftershots T-Tech sonst rumgeht, auch in Diskotheken oder so. Ist es jetzt nicht, zum Glück nicht, die Normalität, dass man Frischfleisch ist, Freiwild, keine Ahnung. Es kommt immer vor, es kommt viel zu oft vor, das müssen wir jetzt nicht sagen, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass halt
jeder da hingeht, um jemanden abzuschleppen. Die meisten Leute gehen tatsächlich in eine Disco, in allerlei Interplacements, um halt zu feiern, um gute Zeit zu haben, vielleicht sogar um Leute kennenzulernen, aber meistens um einfach mit den Leuten, mit denen man da hingeht, eine gute Zeit zu haben. Wenn man jetzt bei einem Techno-Rave ist, feiert eh jeder für sich, also ist da auch schon schwierig. Aber die meisten Leute feiern einfach und ja, und die paar Plebs, die hingehen auf Veranstaltungen, Diskos oder was weiß ich wohin, um Frauen abzuschleppen oder generell jemanden abzuschleppen, das ist schon armselig. Es ist auch einfach nicht der Ort. Die meisten sind zum Feiern da und nicht, um mit dir eine Nummer zu schieben. Vielleicht findet sich der eine und andere. Wenn beide Konsent haben, ist das auch vollkommen egal. Da kräht kein Hahn danach. Aber wie gesagt, der Großteil ist auf Feiern, Veranstaltungen, Aftershow-Partys halt nicht primär, um ja, Techtelmechtel zu machen, sondern halt, um Leute kennenzulernen, gute Zeit zu haben. Ich weiß nicht, auf welchen Partys er unterwegs ist. Vielleicht sollte er ja mal die Gruppe wechseln, den Bekanntenkreis. Oder vielleicht hat er sich einfach nur aus der Nase gezogen. Wer weiß. Wer wäre nicht schlauer. Vielleicht liegt es aber auch an der Stadt, wo er ist. Ich erwarte als Frau eher, wenn ich in den Club gehe auf eine Aftershow-Party, dass Männer ein Nein einfach akzeptieren, wenn ich nicht passen möchte. Und falls dort Menschen sind, die an dem Abend mehr wollen, easy. Aber die haben zu akzeptieren, wenn ich nicht will. Und in einer besseren Welt würde es tatsächlich so ablaufen. Wäre das nicht schön? Die Realität ist aber, es kann immer sein, dass jemand dein Nein nicht akzeptiert und dich dann trotzdem begrapscht. Ist ja also schön, dass du mit der Erwartung auf Partys gehst, dass sowas nicht passiert. Dann wird die Realität dich aber irgendwann enttäuschen. Wir können uns die Realität eben nicht so machen, wie sie uns gefällt. Ganz im Gegenteil. Ekelhafte Schweine werden sogar das ausnutzen. Die werden ausnutzen, dass du nicht damit rechnest und es zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wenn man nicht erwarten müsste, dass ekelhafte Typen ekelhafte Sachen machen, dann braucht man ja auch sowas wie Pfefferspray oder Taser nicht, oder? Hast du Pfefferspray oder Taser? Wenn ja, dann wieso? Du gehst doch gar nicht mit der Erwartung rein, dass sowas passiert. Sag mal, Titek, hörst du dir eigentlich selbst beim Reden zu? Ein Nein heißt Nein. Und dann kommst du her mit der Ausrede, ja, aber was, wenn der nicht drauf hört? Was, wenn der nicht drauf hört? Ist es sexuelle Belästigung oder, je nachdem, wie weiter geht, vielleicht das böse Wort mit V? Du kannst doch nicht hingehen und sagen, ja, doof gelaufen, dass der auf Nein nicht hört, Pech gehabt. Was du damit machst, sind die Täter zu schützen. Du kümmerst dich einen Kehricht um die Opfer und schützt die Täter. Du wolltest doch eigentlich, hattest du selbst gesagt, die Opfer schützen. Wie wär's, wenn du dann mal dich auch an die Männer wendest, denen mal aufklärst, nein hast nein, solltest du nicht machen, generell mehr Aufmerksamkeit schürst und nicht hingehst, ja, wenn du nein sagst und er krabbt dich trotzdem an, Pech gehabt? Ich weiß nicht, was für Synapsen bei dir durchbrennen. Was da falsch gelaufen ist. Wie man auf die Idee kommt zu sagen, nach einem Nein weitermachen ist egal. Nein heißt Nein und Punkt. Vielleicht solltest du das deinen Leuten mal erklären. Vielleicht sollte das die Message sein, die du weitererzählst. Und nicht immer weiter auf den Opfern rumhacken. Beschütz dich mehr. Wie wär's, wenn du dich mal an deinesgleichen wendest, an die Männer, die da draußen sind. Vielleicht erwischst du den einen oder anderen, der vielleicht auf dich hört und der dann auf die Idee kommt, ja gut, wenn das jetzt mehrere Leute sagen, dann lasse ich das vielleicht mal bleiben. So wie du das ganze Ding hier aufziehst, wie du das Ganze machst, machst du alles, nur nicht die Frauen schützen. Und das war ja laut dir eigentlich das, was du haben möchtest, indem du hingehst und sagst, die Frau muss sich einschränken, die Frau muss sich selbst beschützen, gibst du den Tätern Freifahrtschein. Es ist das mit der Alarmanlage. Das gleiche Problem. Wenn wir schon bei deinen ganzen Vergleichen sind, die absoluter Käse sind. Dass du sagst, die Realität ist aber, dass solche Dinge passieren und man da eben echt auf sich geben muss, ist für viele Männer quasi die Erlaubnis, es weiterzumachen. Selbe Logik. Gleiches Prinzip, gleiches Konzept. Nicht die gleiche Tat, bevor mir jetzt wieder jemand vorwirft. Titek vergleicht aber Frauen mit Alarmanlagen. Er objektifiziert Frauen. Ja, bevor das jetzt jemand sagt. Aber gleiche Logik, gleiches Konzept. Wenn ich einem Ladenbesitzer sage, du solltest dir eine Alarmanlage zulegen, denn es gibt Einbrecher, gibt das dann den Einbrechern die Erlaubnis, in den Laden einzubrechen? Das ist dieselbe Logik.
Ich habe dem Shopbesitzer dann auch nur gesagt, hey, du solltest dich schützen. Für alle Fälle. Gebe ich damit den Einbrechern eine Erlaubnis. Das ergibt keinen Sinn. Ja, da sind wir wieder bei der Looping-Logik von T-Tech. Wenn wir jetzt da deinen Vergleich von der Alarmanlage nehmen. Man hat ja auch eine Alarmanlage, um sich vor Dieben zu schützen. Das ist ja keine Einladung, wenn ich keine habe. Nee, ist es nicht. Ist ja auch bei einer Frau nicht. Wenn du jetzt aber keine Alarmanlage hinstellst, kommt es öfters vor, dass da jemand einbricht, weil die Grenze niedriger ist, weil hast ja keinen Nachteil davon. Der Dieb hat keinen Nachteil. Er wird nicht erwischt oder sehr wahrscheinlich nicht erwischt. Hat keine Konsequenz dadurch, dass er sich nicht benommen hat. Das gleiche bei der Frau. Wenn derjenige, der toucht, keinen Kontrakt kriegt von irgendwo, macht der natürlich weiter. Und wenn mehr Leute merken, niemand interessiert sich dafür, dass wir Frauen begrapschen, werden es mehr. Man hat immer mehr Täter, es wird immer ein größeres Problem. Und wenn du dann hingehst, ja, die Frauen müssen sich schützen, haben wir noch ein größeres Problem. Weil dann wandert das Ding. Dann wandert es von den Clubs weg, die du ja die ganze Zeit auch anführst. Dann wandert es da weg. Dann wandert es immer mehr zu den Orten, wo ja Frauen sicher sein können, laut dir. Dann ist es mehr in den Öffis. Dann ist es mehr generell in der Öffentlichkeit. Es ist immer mehr dann in Einkaufshäusern. Es wird immer normaler gemacht. Es gibt immer mehr Grabscher. Irgendwann ist es halt einfach komplett normal, dass immer jemand betatschen kann. Man müsste das Ganze halt anders angehen. Man sollte den Tätern auf die Finger hauen, dass die merken, Verhalten ist nicht akzeptiert. Wenn Freunde mitkriegen zum Beispiel, dass einer aus der Gruppe ein bisschen touchy geworden ist zu jemand anderem, zu jemandem Fremden, der das nicht will, wenn die dem auf die Finger klopfen, weil die mitgekriegt haben, dass das ein Problem ist, vielleicht ein bisschen mehr Awareness für diese ganze Sache haben, überlegt er sich das vielleicht nächstes Mal noch immer, wenn seine Freunde dabei sind, vielleicht lassen sie ihn ja nicht mal mitspielen. Vielleicht sagt man, nee, mit dir gehen wir nicht mehr fort. Du machst nur Ärger, du machst nur Probleme. Oder der ist sogar vielleicht einfach aus dem Club rausgeworfen, wenn halt dementsprechend der Türsteher was sieht, dass es einfacher gemacht wird, dass man sowas nachverfolgen kann. Mehr Sicherheit ist schwierig. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Es ist nicht eine für alles Lösung, das ist mir klar. Das ist ein Ding, das halt lange braucht zum Umsetzen, aber sich hinzustellen und mit dem Finger auf die Opfer zu zeigen, hättest du das mal anders gemacht, du musst dich mehr schützen, ist nicht der richtige Weg. Es wäre eher der richtige Weg, hinzugehen zu den Tätern und sagen, das, was du machst, ist doof und wenn du dich nicht benimmst, darfst du nicht mehr mitspielen. Um es einfach mal in einer simplen Logik zu machen, die auch du verstehst. Ich kann es dir auch aufmalen, wenn du es nicht verstehst. Melde dich, bring deine Wachsmalstifte mit, ich male es dir auf. Weil nichts anderes ist das, was du machst. Die Täter verteidigen und die Opfer einschränken. Das ist der ganze Tenor, der bei deinem ganzen Videos mitspielt. Hättest du das andersrum gemacht, gäbe es weniger Kritik. Dann gäbe es höchstens Kritik von den Leuten, die sich jetzt angetatscht fühlen und sagen, hey, ich will aber die Frauen betatschen. Das ist mein Recht als Mann, weil ich will das so. Das finde ich ja doof, wenn ich das nicht kann. Oder nicht mehr so offen kann. Wenn ich das heimlich machen muss, ist ja total doof. Auch hier wieder, Gnu redet von einer Situation, die ich damals nie mitgemeint habe. Gehe ich also nach diesen Aussagen von Ihnen, hätte ich es damals als 16-Jährige verhindern können, hätte ich am helllichten Tag nicht den Bus genommen, hätte ich damals nicht den Zug genommen, wäre ich damals am helllichten Tag im Sommer nicht die Einkaufsstraße gegangen. Sie war 16, keine erwachsene Frau und es war in einer Situation, die überhaupt kein erhöhtes Risiko darstellt. Nochmal, das mit der Teilschuld war dumm von mir, ja? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber selbst damals, als ich es noch so gesehen habe, war Gnus Situation überhaupt nicht das, was ich damit meinte. Ich habe damals von Eigenverantwortung von Frauen gesprochen. Frauen, nicht von 16-jährigen Mädchen. Ja, anscheinend ist der T-Tech jetzt der Bestimmer über alles. Er sagt, wie, wann, wo, was gefährlich ist und wer wann selbst für seine Entscheidungen ja, die Schuld hat. Hat Gesellschaft eine Mitverantwortung für Kinder und alte Menschen oder bezogen auf Minderheiten generell? Für Kinder selbstverständlich, weil Kinder keine Verantwortung für sich selbst übernehmen können. Und alte Menschen, wenn die senil sind, wenn die keine Verantwortung mehr für sich selber, wenn die, wenn sie Demenz haben, wenn die Alzheimer haben, keine Verantwortung mehr tragen können für sich selbst. Nein. Hat ein mittelalter, weißer Cis-Mann eine Verantwortung für seine eigene Sicherheit, wenn er eine psychische Krankheit hat, die ihm nicht ermöglicht, Verantwortung für ihn selber zu übernehmen? Nein.
Warum machst du den Vergleich dann, um was zu sagen? Vergleiche macht man, um etwas anschaulicher darzustellen. Um ein relativ abstrakteres Thema auf ein etwas weniger abstrakteres Thema runterzubrechen, damit es für den Zuschauer, für den Zuhörer leichter nachzuvollziehen ist. Weil nicht jeder Mensch die Gehirnkapazitäten besitzt, komplexe Themen aufzudröseln und zu verstehen. Und das meine ich auch nicht als Beleidigung, aber es ist ja nun mal so. Er rechtfertigt sich immer wieder weiter, dass er das ja nicht gemeint hat, dass er das falsch versteht. Und wenn man sicher sein will, muss man sich beschützen, geht null auf die Täter ein, weil das kann man ja anscheinend nicht ändern, sondern immer wieder auf die Opfer müssen mehr aufpassen. Und Knu wäre ja böse, weil sie will ja nicht, dass sich Frauen einschränken, ergo will sie ja, dass Frauen Opfer werden. Ja, that logic erschließt sich mir halt immer noch nicht. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter, wir gehen jetzt zu dem Stream, da sind die ein oder anderen Sachen noch gefallen, über die ich reden möchte. Nützliches dagelassen. Ich ändere den Satz jetzt mal etwas um. We don't have to protect our daughters, we have to educate our sons. Wenn ich als Frau zu Hause bleibe, dann bedeutet das nicht, dass ich mich schütze, sondern es bedeutet, dass ich darauf reagiere, dass Männer übergriffig werden könnten. Und statt diese dafür zu belangen, schütze ich die Männer vor Strafen, indem ich zu Hause bleibe, damit erst gar keine Straftaten geschehen können. Das ist ja aber wirklich, sorry, das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gehört habe. Das heißt, diese Person sagt jetzt, Nee, ihr solltet schon Opfer von sowas werden, damit diese Männer bestraft werden können. Ihr solltet euch begrapschen lassen oder Schlimmeres, damit Männer bestraft werden. Oder also was will die mir jetzt damit aussagen? Wenn sie sagt, ja, ich schütze Männer vor Strafen. Was? Nee. Was für eine Logik? Nee, das ist nicht meine Logik. Ja, soweit waren wir schon, dass T-Tech nicht so die Logik von den normal sozialisierten Menschen hat. Die gute Frau hat gar nicht gemeint, werdet Opfer, sondern es soll gar nicht erst so weit kommen, dass es Opfer gibt. Auch wieder hier, schränkt die Täter ein, macht was gegen die Täter und nicht die Opfer einsperren. Am Ende wird das ganze Problem verlagert und wird nicht besser. Es wird eher, wie gesagt, schlimmer. Wir hatten das Ganze vorher schon nochmal besprochen. Ich muss mich hier nicht wiederholen, oder? Absolut nicht. Hier will ich aber auch nochmal kurz was zu sagen. Zu diesem, we don't have to protect our daughters, we have to educate our sons. Bin ich absolut dabei mit dem, we have to educate our sons. Definitiv. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf diesem Planeten sein Kind zu einem Grabscher erzieht. Ja, kann ich? Genau, warum nicht beides? Genau, das ist absolut genau meine Rede. We have to educate our sons, absolut, da bin ich dabei. Aber wieso? We don't have to protect our daughters. Warum denn nicht? Warum denn nicht beides? Warum? Weil das Problem ist, natürlich musst du deine Kinder dazu erziehen, dass sie keine Grabscher werden. Absolut. Aber du kannst ja niemals eine 100%ige Success Rate erwarten. Das heißt, selbst wenn nur 1% dieser Leute, den man eigentlich beigebracht hat, sie sollen keine Grabscher sein. Wenn nur 1% das nicht auf die Reihe kriegt, warum auch immer, dann müssen wir ja trotzdem unsere Töchter vor diesen 1% schützen. Oder sollen wir dann sagen, ja nee, also gut, wir haben jetzt alles getan, wir haben jetzt unsere Kinder, haben wir jetzt educated und jetzt, ab jetzt sind Frauen freiwillig für die restlichen, die halt nicht drauf hören. Da sind jetzt Frauen freiwillig. Kann man nichts machen. We don't have to protect our daughters. Ja, haben wir das Sprichwort anscheinend nicht so ganz verstanden. Es geht ja an für sich in dem Sprichwort nicht darum, dass man die Töchter nicht beschützen sollte oder gar nicht beschützen sollte, sondern der Fokus sollte auf der Aufklärung liegen. Der Fokus sollte liegen, mir klären lieber die Männer auf, dass es halt weniger Täter gibt. Dementsprechend müssen wir unsere Töchter nicht einsperren, nicht so stark schützen, nicht so stark einschränken. Sicherheit kommt ja mit Einschränkungen, hat der T-Tech ja gemeint. Das ist ja da gemeint. Mehr Aufklärung, am besten auch, wie er sagt, beides aufklären. Männer aufklären, Scheiße nicht machen, Konsequenzen, hier hast du. Und bei den Frauen aufklären, geht auf Nummer sicher, passt da ein bisschen drauf auf, weil es gibt immer Idioten. Aber ja, das Verständnis war nicht bei T-Tech. Generell hat er den ganzen Take nicht verstanden und und dann wundert er sich, dass er nicht verstanden wird. Ja, ich hasse es krank zu sein. Man sollte mitdenken und nicht zu Hause bleiben. Ja, eben. Also, ich verstehe nicht, warum man immer dieses Narrativ aufmacht. Ich würde sagen, Frauen sollen zu Hause bleiben. Man passt sich den Gegebenheiten an. Ja, ganz genau. So, und die Männer sich in der Öffentlichkeit weiter benehmen können wie die letzten A-Löcher. No way. Du hast nichts verstanden. Red den Männern ins Gewissen. Nicht den Frauen, die nichts verbrochen haben. Hier nochmal, ist ein bisschen ähnlich wie dieses We don't have to protect our daughters, we have to educate our sons. Ja, natürlich. Aber jetzt mal so ganz logisch betrachtet, glaubt ihr wirklich, dass wenn man einem Täter, einem Grabscher sagt, hey, das ist aber nicht gut, was du da machst, das ist illegal, das ist ekelhaft, dass der dann plötzlich aufwacht und dann, was? Warum hat mir das noch nicht einer vorher gesagt? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist ja das Problem, dass diese Täter das ja ausnutzen, dass man
den Frauen quasi die Eigenverantwortung dafür abspricht. Also die Eigenverantwortung für ihre eigene Sicherheit. Ich erkläre jetzt mal einem Mann, der betrunken ist, dass es nicht gut ist, was er macht. Ja, mach das mal. Guck mal, wie viel Erfolg man hat. Ja, der Kommentar erklärt es ihm sogar nochmal. Und T-Tech will es halt immer noch nicht verstehen. In seiner Welt funktioniert das nicht so. Man kann mit Tätern ja nicht reden. Ja gut, man kann vielleicht mit Tätern nicht reden. Einer, der zu tief drin ist. Gibt aber noch andere Konsequenzen. Vielleicht lasst man ihn einfach nicht mitspielen. Die Gruppe sagt, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Vielleicht gibt es einfach auch andere Schutzmaßnahmen oder mehr Schutzmaßnahmen. Es gibt zum Glück immer mehr und mehr Schutzmaßnahmen. Sei es auf Festivals, gibt es Zelte, es gibt Codewords an Bars, die meistens sogar nochmal explizit auf der Damentoilette hängen. Und ja, es gibt immer mehr. Und es wird wahrscheinlich immer mehr kommen, dass es solcher Sachen bedarf, weil es wird immer übergriffiger, weil halt auch Kollegen wie T-Tech das immer salonfähiger machen und immer mehr in Schutz nehmen mit dem Käse, den sie so im Internet verzapfen. Auch gerade aus der Richtung der roten Pillen kommt sowas, ja, die haben es ja generell so ein Problem, Frauen als eigenständige Wesen zu erkennen, sondern mehr so als Dinge, die man sich nehmen kann, wenn man sie braucht. Und ja, vielleicht hat auch T-Tech da ein bisschen zu viel gesehen und denkt, die Realität wäre so. Oder ist jetzt beleidigt, dass es für ihn so nicht ist. Wer weiß, wir stecken da nicht drin. Auf jeden Fall sprechen wir anscheinend zwei verschiedene Sprachen und er wundert sich, warum so viele ihn ja nicht verstehen. Ja, ich würde da nochmal drüber reflektieren. Vielleicht mal ein halbes Jahr länger oder so. Vielleicht kommst du dann auf den grünen Zweig. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wahrscheinlich eher weniger. Ich glaub's nicht. Er ist ein kleines, stures Kind, der an seiner Meinung pocht. Und seine Meinung ist die richtige Meinung und nur das, was er sagt, stimmt. Und alle anderen sind doof. Miss Misty Eyed fragt, also ist es unklug von mir, wenn mir auf einem Festival was passiert? Das ist halt viel zu pauschal. Das ist viel zu pauschal. Du kannst doch nicht gewisse Situationen und Gefahrensituationen, die ja nun mal da sind, so verallgemeinern und dann diese Frage stellen und jetzt erwarten, dass ich da jetzt eine gute Antwort drauf geben kann. Nein, auf ein Festival zu gehen, ist nicht per se eine schlechte Entscheidung. Und vor allem hat das auch nichts damit zu tun, ob dir was passiert oder nicht, sondern ist es generell eine kluge Entscheidung. Ist es eine kluge Entscheidung von mir, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu geben, wo man wirklich auch urteilen kann, ja? Ich bin im Gym, ja? Haufenweise Fitness-Typen, muskelgepackte Testosteron-Prolle, ja? Und dann gehe ich zu einem von diesen Testosteron-Protzern dahin und sag, ey, du Schwuchtel, gib mir mal die Hantel. Ist das eine gute Idee? Wenn der mir aufs Maul haut. War keine gute Idee, oder? Ist aber... ist blöd. Ist einfach, es sollte man nicht machen. Ist keine gute Idee. Sollte ich nicht machen. Hab ich Schuld, dass er mir aufs Maul gehauen hat? Nö. Er hat eine Straftat begangen. Ja, okay, vielleicht als ich gesagt habe, Schwuchtel auch. Ja, okay, aber sagen wir mal, sagen wir nicht Schwuchtel. Sagen wir, wenn ich zu ihm gehe und sage, ey, du Mädchen. Du kleines Mädchen, du Heulsuse. Gib mir mal die Hantel, wenn er mir aufs Maul haut. War keine kluge Entscheidung. Oder? Ich habe keine Schuld, wenn er mir aufs Maul haut. Also jetzt wirklich, ich habe keine Schuld. Er begeht die Straftat, ich habe keine Schuld. Das war keine kluge Idee, oder? Bei der Rammstein-Thematik war nicht klar, dass Afterpartys gleich Sex-Dungeon für Frauen bedeutet. Und wenn du also die Debatte in eine andere Richtung lenkst, dann solltest du auch ansprechen, solltest du das auch ansprechen, weil nicht nur ich, sondern so ziemlich alle deine Kritiker gehen davon aus, dass es immer noch um die Rammstein-Thematik geht. Hast einen Berliner Club genannt, daher habe ich gefragt. Ja, gut. Weiß ich nicht. Ja, okay, ja, weil es das Gleiche ist, wenn ich einfach irgendwo bin und nur meinen weiblichen Körper habe, als wenn ein Kerl einen anderen Dude anpöbelt. Nein, es ist nicht das Gleiche. Nichts bei Vergleichen ist das Gleiche. Nichts. Was man vergleicht, ist das Konzept. Man vergleicht nicht die Tat oder die Schlimme einer Tat, sondern vergleicht ein Konzept. Geht das denn nicht, Nina? Geht das nicht in deinen Kopf hinein? Ich vergleiche nicht, dass ich sage, aber wenn mir jetzt jemand aufs Maul haut, ist genau das Gleiche, wie wenn Frauen sexuell belästigt werden. Das ist doch überhaupt nicht der Vergleich. Der Vergleich ist, dass ich etwas tue, dass ich eine unkluge Entscheidung treffe, die dann dazu führt, dass mir eine schlechte, dass mir eine Straftat angetan wird. Das ist das Konzept. Ja, T-Tech, der Vergleichemeister, zeigt sein tolles Talent. Ja, ein Großteil des Streams waren tatsächlich Vergleiche. Neben den Rechtfertigungen und dem Nicht-Verstehen, warum Opfer sich denn nicht mehr schützen wollen und warum wir das als Problem sehen, dass er halt nur auf die Opfer eingeht. Rechtfertigung, dass Teilschuld und schlechte Idee oder naiv
nicht ein und dasselbe sind. Und eigentlich das, was wir das ganze Video über durchgekaut haben, deshalb erspare ich euch das meiste. Wir haben uns sehr lange im Kreis gedreht, sind auf keinen Nenner gekommen, wen wundert's. Der eine will dem Opfer die Schuld geben, der Rest sagt, nee, du lass mal, ist vielleicht nicht so smart, der Täter ist der Schuldige. T-Tex sieht das halt ein bisschen anders. Lustigerweise sagt er bezüglich von Vergleichen auch noch was sehr Interessantes, indem er halt einfach alles, was er selbst sagt, negiert und sagt, ja, vergleichen Konzepte und die kann man nicht mitzählen. Ja, so ging es die ganze Zeit lang. Wunderbar. Ich habe einen schönen Stahl in der Zwischenzeit gestrickt, während ich dazu gehört habe. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dazu zu hören. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, das Ganze nochmal zu hören für dieses Video. Und natürlich heißt es nicht, dass selbst wenn ihr alles perfekt macht, wenn ihr euch nicht ein einziges Mal in irgendeine unsichere Lage gebracht habt, heißt das trotzdem nicht, dass ihr hundertprozentig sicher seid. So ist das Leben leider nun mal. Ja? Ich weiß nicht, das kann man nicht erwarten. Man kann nicht erwarten, 100% sicher durch die Welt zu kommen, aber man kann das Risiko verringern. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist, darauf aufmerksam zu machen und ja, vielleicht auch ein bisschen zu plädieren darauf, dass Frauen etwas vorsichtiger sind. Und ich weiß auch, dass das nicht der moralischste Vorschlag ist, den es auf der Welt gibt. Natürlich ist es ein Stück weit unmoralisch zu sagen, hey, Frauen sollten vorsichtiger sein. Ja? Natürlich weiß ich das. Aber die Alternative ist, dass Frauen unvorsichtiger sind und dann mehr Opfer von sexueller Belästigung und Schlimmeres gibt. Und was ist jetzt schlimmer? Ja? Den Leuten zu sagen, seid vorsichtiger. Oder einfach zu sagen, ich sehe nichts. Und wenn es passiert, passiert's. Aber die Frau hat auf jeden Fall keine Schuld. Man hätte es vielleicht verhindern können. Aber es ist ja unmoralisch, den Leuten zu sagen, dass sie es verhindern können. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen kritischen Teil. T-Tech hat in seinem Stream noch ein anderes Fass aufgemacht, indem er zeigt, dass seine Moral halt doch ein bisschen schwieriger zu sein scheint, wie wir eh schon gedacht haben. Ihr wundert euch, wie geht das denn? Ja, fangen wir erstmal damit an, dass mitten im Stream T-Tech die AfD verteidigt. Hier ein paar Beispiele. Lucille, weil AfDler keinen Platz in der Gesellschaft haben. Also ich weiß ja nicht, Lucille, wo du lebst. Ich lebe in Deutschland. Und noch ist die AfD keine verbotene Partei. Und das heißt, wenn du sagst, oh, hier die Partei hat aber keinen Platz in unserer Gesellschaft, dann ist das antidemokratisch, dann ist das verfassungsfeindlich. Denke ich, vielleicht auch nicht, aber es ist definitiv demokratiefeindlich. Also, ich weiß nicht, ihr checkt das selber nicht, wie problematisch eure Denkweise teilweise ist, aber, Leute. Weil er in eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei wählt und so jemand sollte aus allen öffentlichen Diskussionen ausgeschlossen werden, er schadet damit der Demokratie. Alter, es schadet nicht der Demokratie, wenn man Menschen abspricht, etwas sagen zu dürfen. Wenn man Menschen die Meinungsfreiheit nimmt, die in einer Demokratie ein Grundpfeiler ist. Grundpfeiler Demokratie. Ich habe gesagt, man sollte AfDler generell ausschließen sollte, weil deren Meinung auch menschenfeindlich ist. Nicht jeder AfDler ist menschenfeindlich, nicht. Vor allem, das ist halt so, jemand ist menschenfeindlich. Sagen wir jetzt mal, Björn Höcke ist menschenfeindlich. So. Sollte man ihn jetzt aus einer Debatte raushalten, wo es um. Weiß ich nicht. Wo es um irgendwas anderes geht? Wenn man sagt, ach, keine, mir fällt das kein Beispiel, ich hab schon zu viel geredet. Aber man sollte ihn doch deswegen nicht aus jeder Debatte raushalten. Wenn er ein Profi ist in Technikfragen, sollte man ihn dann raushalten, aus Prinzip, wenn er sowieso gerade dabei ist? Soll man sagen, nee, du darfst dich nicht äußern, aber er hat doch die Expertise. Ja, aber er darf sich nicht äußern, ja, er war schon mal menschenfeindlich. Ja, da lässt nur mutmaßen, auf wessen Seite T-Tech steht. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie man sich hinstellen kann und die AfD verteidigen kann in jeglicher Art und Weise. Das ist mir ein Graus. Aber die Tech setzt noch einen drauf. Vielleicht war das ein Hoppala-Ausrutscher und wollte für Neutralität sorgen. Hat halt nicht geklappt. Aber dann sind wir später so die letzten 2 Stunden zu dem Thema Miss Germany gekommen. Und da sind auch ein paar wilde Takes von T-Tech gekommen, die sehr, sehr bedenklich sind und ihn doch wieder mehr so als Richtung AfD schicken, denn Miss Germany war ihm nicht deutsch genug. Auf jeden Fall, wenn es wirklich darum ginge, die Schönheit des Landes zu repräsentieren, dann muss ich halt sagen, ist eine Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit, das passt halt einfach nicht. Es hat nichts mit Rassismus zu tun, überhaupt nicht. Das ist einfach nicht passend einfach dann in dem Falle. Aber jetzt redet man trotzdem, weil sie hier nicht geboren ist. Ja. Weil sie nicht geboren ist, sondern weil sie nicht deutscher Herkunft ist. Und da geht es geht doch, wenn man sagt, Miss Germany soll die deutsche Schönheit repräsentieren, warum nimmt man dann nicht eine deutsche, ist jemand in Deutschland mit deutscher Herkunft?
Das ist kein Rassismus. Du bist wirklich einfach nur zu festgefahren in deiner Dummheit. Sorry, in deiner Ignoranz, ja? Zu sagen, dass deutsche Schönheit von einer Deutschen repräsentiert sein soll, ist nicht rassistisch. Ganz einfach. Ja, tolle These, die T-Tech da hat. Und da kann er noch so oft sagen, dass das nicht rassistisch ist, wenn er sagt, ja, Miss Germany ist ja nicht deutsch genug, weil sie ja auch Iranerin ist, sie ist Deutsch-Iranerin, sie hat beide Pässe. Ja, davon kann man halten, was man will. Ich halte davon nicht sonderlich viel. Der ganze Chat war eigentlich auch fast gegen T-Tech. Er hatte einen, der befürwortet hat, aber das war auch der Dude, der mit der AfD um die Ecke kam. Ja, und weil das ja alles noch nicht genug war, dass T-Tech sich beschwert, dass Miss Germany nicht deutsch genug aussieht, fand er es eine gute Idee, als Beispiel zu nehmen, dass Miss Japan eine Ukrainerin ist. Und das ja genauso furchtbar, das finde er nicht gut, das finde er schlimm, dass die nicht aussieht wie eine Japanerin. Auch wenn die ja anscheinend gewählt worden ist. Es ist ja nicht so, dass da random einfach jemand kommt und einfach eine von der Straße holt und sagt, du bist jetzt das, sondern das wurde ja tatsächlich gewählt. Ja, und das finde ich zum Beispiel, das finde ich gar nicht so eine schöne Entwicklung, ne? Dass Japan ist was anderes, da diese die westliche Schönheit stark anstreben und glorifizieren. Das finde ich gar nicht so eine schöne Entwicklung, ehrlich gesagt. Ich will ja nicht niemandem vorschreiben, was er zu glorifizieren hat, aber ich finde es einfach keine schöne Entwicklung, weil für mich ist das so ein bisschen, als ob die unzufrieden damit sind, wie sie aussehen. Weißt du, was ich meine? Und sehr viel verändern wollen an dem, wie sie aussehen, was ich halt nicht verstehen kann, weil ich, ja, weiß ich, weil ich einfach es besser auch finde wenn, ja, wenn sie ihre eigene Schönheit beibehalten würden. Und ich sage, wir gleichen uns jetzt immer mehr dieser westlichen Schönheitsidealen da an. Und indem sie halt jetzt hier eine Ukrainerin, die so diese westliche Schönheit repräsentiert, zum Miss Japan wählen, finde ich, unterstützen sie das ja einfach auch. Ne? Bin so ein bisschen sprachlos bei der ganzen Grütze, die von sich gekommen ist. Gerade das Ende war so, dass das Häufchen, was das Häufchen Sahne auf der Torte. Einige von uns wurden tatsächlich dann auch gesperrt, nachdem wir T-Tech gebeten haben, er solle doch mal uns erklären, was er mit deutscher Herkunft meinte, oder er sollte genauer definieren, wann man mit deutscher Herkunft ist. All das hat er nicht beantwortet, stattdessen hat er uns gebannt und nur seinen kleinen Kumpel da gelassen, der halt vorher mit der auf die um die Ecke kam. So viel dazu. Es wurde immer schlimmer. Es tut mir auch furchtbar leid, dass das Video so lang ist. Ich versuche das möglichst kurz zu halten, versuche den Stream und das Video beides zu verarbeiten, weil es miteinander ein bisschen aufbaut. Ja, und danke, falls hier jemand bis zum Ende geschaut hat. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Und wir sehen uns im Video, das auf jeden Fall nicht so lang ist. Und vielleicht basteln wir vielleicht zur Abwechslung ein paar Sticker oder so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.